Unternehmertum ist ja immer dann besonders schwierig, wenn Sie in einen Markt gehen, den es schon gibt. Und am besten, wenn es bereits eine Methode in dem Markt gibt und Sie dann mit einer anderen Methode um die Ecke kommen, die gleichzeitig auch noch viel teurer ist und gegen vorherrschende Zustände am besten noch gegen angeht. Genau das hat Brigitte Steinmeier getan. Sie hat Diamantblading erfunden, war damit unter anderem im Fernsehen bei Die Höhle der Löwen. Herzlich willkommen, Brigitte Steinmeier. Ja, danke schön. Herzlich willkommen, lieber Nils. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, also ich habe natürlich mal ein bisschen recherchiert. In diesem Bereich des Permanent Make-up, da gab es ja die Methode, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Microblading oder Microblading. Mhm. Die gab es schon. Jetzt kommst du in diesen Markt, der ja nun wirklich schon besetzt ist, und sagst dann, hier ist eine neue Methode und die kostet noch viel, viel mehr Geld als die alte. Also erstmal natürlich die erste Frage, was war dein Anlass, das zu tun? Du hättest doch sagen können, ich nehme die Methode und mache mich innerhalb der Methode bereits da bekannt, weil du warst ja schon bekannt mit dem, was du vorher gemacht hast. Was war die Motivation zu sagen, ich möchte das ändern? Naja, meine Methode, ich bin ja mit meiner Methode auf den Markt gegangen und genau zu dem gleichen Zeitpunkt kam die Microblading-Methode. Ja. Das war genau zur selben Zeit. Das war das Fatale, das Dumme, weil ich wusste ja aus meiner jetzt mittlerweile 30-jährigen Berufserfahrung, dass der Markt so eine Methode, wie ich sie erfunden habe, das Diamant Blading, für feinste natürliche Härchentechnik, das Augenbrauen, Permanent Make-up, wusste ich ja, dass der Markt so etwas sucht und braucht. Und deshalb habe ich ja das auch erfunden. Das war ja immer mein Wunsch, so etwas zu entwickeln, zu erfinden. Und just am Ende, als ich damit auf den Markt ging, kam gleichzeitig das Microblading, was natürlich eine Billigmethode ist, also wo man seine Produkte für ganz wenig Geld kaufen kann, auch die Ausbildung und ich sag's mal, der Branche nicht so gut getan hat, kam natürlich genau gleichzeitig und das war eigentlich fatal. Ja, wenn wir jetzt sagen, deine Methode ist hochpreisiger, ist es 10% mehr, ist es das Doppelte oder ist es noch mehr? Also über welchen Preisunterschied reden wir zwischen der anderen Methode und deiner Methode, Diamantblading? Naja, kommt drauf an, wo man so steht als Schüler, der die Ausbildung machen will. Es gibt verschiedene Anbieter. Also so viel teurer ist es jetzt auch nicht in der Permanent-Make-up-Branche. Also gute Firmen, gute Permanent-Make-up-Firmen, die haben auch ihre Preise für Ausbildung im Permanent-Make-up-Bereich. Ja. Also meine Produkte, die sind schon exklusiv. Es ist ja auch ein echter Diamant. Swiss-made, handmade, also jedes einzelne Handstück wird hergestellt, also per Hand geschliffen und gemacht und getan. Also das ist schon sehr aufwendig, deshalb hat es auch seinen Preis. Aber dafür, was die Leute bei mir lernen und da mitbekommen, haben uns damals auch Investoren gesagt, Brigitte, dafür bist du viel zu billig. Mhm. Also so teuer ist es jetzt nicht. Vielleicht sagen wir mal 100% teurer, ja, wenn du jetzt beim Microblading eine Ausbildung machst für 2.500 Euro mit Starterkit, mit allem drum und dran, zahlst du bei uns mit allem 5.000. Ja, also schon mal das Doppelte im Einstieg. Genau. Jetzt hattest du ja gesagt, wenn es um Investoren geht, und das ist ja mal ein spannender Punkt, viele wünschen sich ja, dass sie Investoren irgendwie kriegen, scheitern aber daran, dass sie die Investoren nicht überzeugen können. Was hast du denn gemacht, was war der Grund, warum die Investoren gesagt haben, da stecken wir Geld mit rein? Haben die dir das gesagt, was da der Punkt war, was die überzeugt hat? Jetzt bei Höhle der Löwen? Investoren. Weil ich glaube, bei der Höhle der Löwen, die waren ja alle sehr beeindruckt, aber ich glaube, sie haben dir am Ende kein Geld gegeben, oder? Ja, genau. War auch gut so. Fand ich auch gut so. Weil mein Ziel, ich sag's ganz ehrlich, war, ins Fernsehen zu kommen. Eine große Masse an Menschen, 3 Millionen Menschen anzusprechen. Mein Ziel war es nicht, einen Investor zu finden. A, habe ich es vorher geahnt, dass da kein Investor einsteigen wird, weil meine Methode ist jetzt nicht so schnell skalierbar, wie man sich das wünscht oder wie die sich das wünschen. Da brauchst du eine andere Power. Und das habe ich mir von Anfang an schon gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Deshalb, meine Idee war, ich gehe jetzt dahin und mache da meine Show, meine Präsentation und gut war es. Und das ist genau das, was ich haben wollte. Und genau so ist es auch bei den Kunden, bei den Menschen, die mich gesehen haben, angekommen. Und ich profitiere heute noch, über anderthalb Jahre, also ein und ein Dreivierteljahr später, immer noch von der Sendung Höhle der Löwen. Mhm.
Ja. Das ist schon mal ganz spannend. Das heißt, du sagst, die hat vor allen Dingen die Öffentlichkeit da geholfen, dass das mal ins Fernsehen kam. Absolut. Und wenn du jetzt sagen würdest, weil du sprachst eben über Skalierbarkeit, wenn ich mir dein Geschäftsmodell jetzt angucke, also erstmal bei Permanent Make-up muss man ja schon Ahnung haben, weil ich verändere Menschen ja dauerhaft. Fehler sind ja nicht so einfach zu korrigieren. Genau. Wenn du jetzt sagst, du hast Diamantblading, wie skalierst du so ein Geschäftsmodell? Weil es müssen ja schon Leute sein, die extrem Ahnung haben, weil ansonsten ja auch sehr schnell die ganze Marke darunter leidet. Wenn du das an Leute, die keine Ahnung haben, dann sagen die ja nicht, da ist eine Person, die es nicht kann. Dann sagen Leute ja, Diamantblading ist Mist. Genau. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt in den letzten 6 Jahren, seitdem ich mit Diamantblading auf dem Markt bin. Alle wollten es haben oder viele wollten es haben. Und fast alle haben die Methode unterschätzt. Mhm. Ja, es sieht ja alles mal so easy aus, ist ja alles so einfach. Ach, da schnitze ich mal so ein bisschen da in der Haut und mache da mal ein paar Augenbrauen. Und da sind sehr viele auch daran gescheitert, weil sie es nicht, sagen wir mal, geschafft haben. Man muss sich mit, wie ein neuer Beruf, man muss sich damit auseinandersetzen. Es ist eine Handmethode, auch Leute, die mit Permanent-Make-up-Maschinen oder Tattoo-Maschinen arbeiten. Das ist volles Umswitchen, ja. Das ist wie eine neue Technik, die man lernt. Und es braucht Zeit und Übung und Training und auch mal Frustration aushalten. Das geht nicht mal an einem Wochenende oder hast du 3 Kunden gemacht, gebladet, dass du dann hinterher ein Meister bist, ja. Und da haben viele dann sind daran gescheitert, weil dann hieß es ja, das Produkt ist Mist, Steinmeier ist Mist, die Welt ist Mist. Selber zu reflektieren, zu sagen, dass ich selber das Problem sein könnte, dass ich mich ja damit auseinandersetze, da denken dann einige nicht dran. Aber ich habe Gott sei Dank sehr, sehr, sehr viele erfolgreiche Partner, die mit der Methode wirklich ausgezeichnet arbeiten, ausgezeichnete Ergebnisse machen und ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäft haben, sich aufgebaut haben und wirklich gutes Geld verdienen. Und das ist ja das, was ich damit erreichen wollte. Ich wollte der Branche Gutes tun und ist mir auch gelungen. Aber wie du so schön sagst, das merke ich auch heute noch. Ich habe ja noch eine weitere Methode entwickelt, diese Easy-Cut-Methode. Die Technik ist genau das gleiche wie Diamantblading, nur das Tool ist anders, ist nicht mit einem Diamanten. Die Leute unterschätzen das. Es ist schwierig. Das ist eine präzise, das ist, ich sage es immer so, für Feinschmecker. Ja? Feinschmecker, die dieses präzise, exakte Arbeiten lieben, die sagen, ich lasse mir auch Zeit, ich genieße die Arbeit, ich will es perfekt machen. Also das ist nichts für Leute, die schnell, schnell Kohle machen wollen. Das funktioniert nicht. Glaubst du jetzt, dass die beiden Methoden, deine und die andere, die ja nun preislich dann im niedrigeren Segment angesetzt, glaubst du, dass beide existieren werden oder glaubst du, dass eine Methode früher oder später den Markt dominieren wird? Oder glaubst du, dass es im Endeffekt immer Leute geben wird, wo einige sagen, ich mache es lieber billiger und andere möchten lieber mehr Geld ausgeben? Glaubst du, dass beide existieren werden oder glaubst du, irgendwann eine übernimmt die andere? Ja, also meine EasyCut-Methode, die günstige Methode, das läuft wie verrückt. Das ist für die Leute ein einfacher, schnellerer, kostengünstiger Einstieg in die Diamantblading-Welt, sagen wir mal, einzusteigen. Ja. Ich habe mein Konzept auch geändert. Es kommen ja viele, sagen, sie möchten Diamantblading machen, sage ich, Mein Konzept oder unser Konzept ist jetzt so, du steigst, egal wo du stehst, ob du Profi bist oder Quereinsteiger, du steigst als erstes mit der EasyCut-Methode ein, setzt dich mit dem Thema auseinander. Ja. Alle steigen ja bei mir mit einem intensiven Online-Training ein. Dann gibt es die ersten Gehversuche, aber alles mit dem EasyCut. Wie gesagt, ist eine günstigere Einstiegsvariante. Damit machen die Leute ihre Erfahrung. Das macht auch brillante, tolle Ergebnisse. Kann man sich auch damit ein super Geschäft aufbauen. Und derjenige, der dann noch sagt, jetzt möchte ich mich nochmal mit den Diamanten ganz exklusiv abheben, dann, die müssen nochmal, sage ich so, investieren und können dann nochmal auf den Diamantbläder sozusagen aufsteigen, sich, ich sage es mal so salopp, hocharbeiten, weil ich möchte die Diamantblading-Marke ganz exklusiv halten. Ich möchte nur die Elite haben, nur die Besten, die mit den Diamanten arbeiten und das wirklich exklusiv halten, damit das eine tolle Sache ist, damit wirklich die Endkunden wissen, aha, da gehe ich hin und kriege Diamantblading, da ist dann auch Diamantblading drin. Ja? Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber beide Tools werden weiter leben. Die Billigvariante ist für viele, sage ich mal, ist so für
für Masse und der Diamant ist nochmal für die Elite. So. Okay, deckt also quasi zwei Marktsegmente ab. Gibt es damit nicht Leute, die sagen, Mensch, Frau Steinmeier, ich bin seit 20 Jahren jetzt schon in der Branche, was wagen Sie denn mir zu erzählen? Ich muss hier unten einsteigen, ich will sofort in die Diamantblading, was fällt Ihnen ein, mir zu erzählen? Ich muss mich hier hocharbeiten. Gibt es solche Leute nicht? Ja, klar. Denn wenn wir sagen, nein, es ist bei uns so, das ist unser Konzept, so läuft das und wer nicht will, der hat schon. Das ist eine klare Aussage. Da müssen Sie durch. Das ist eine klare, freundlich. Wir machen das natürlich alles in der Kommunikation. Ich sage jetzt nicht, oh, du musst dich jetzt da hocharbeiten. Also so arrogant, sage ich mal, klingt jetzt nicht. Aber wir haben da unsere klare, nette, freundliche Kommunikation. Und die meisten verstehen das und sagen, ach ja, ist ja toll, ist ja super. Steigen wir erstmal günstiger ein, ist die Investition nicht so hoch, kann man ja gut verkaufen. Und damit, mit dieser Sache fahren wir sehr, sehr gut. Und wer jetzt der Meinung ist, naja, ich will jetzt den Diamanten und anders geht's nicht, geht nicht. Dann, ja, also ich suche mir meine Leute heute ganz genau aus. Ich sage mir, weniger ist mehr. Ich brauche nicht jeden, ich will auch nicht jeden. Ich will die Kunden, die zu uns passen, wo wir ein gutes, wertschätzendes Miteinander haben, weil ich gebe den Kunden, meinen Kunden so viel, sie können mit beiden Tools sich ein exorbitant profitables Business aufbauen. Mhm. Ja? Und das ist das, was ich gebe. Und wer das versteht, mit mir den Weg geht, der geht ihn. Und wer es nicht versteht, der kommt vielleicht später oder gar nicht. Ja? Also das, mittlerweile habe ich da eine ganz klare Linie und damit fahre ich sehr gut und mache mir auch selber mein Leben leichter. Ja, excellent. Das ist also eine klare Ansage, auch im Hinblick auf Qualität. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten hier unten in die Shownotes von dem Podcast noch geben, dass wenn Leute mit dir in Kontakt treten möchten, dass sie dich da direkt erreichen können. Ja, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, das ist ein beeindruckendes Beispiel für Unternehmertum gegen alle Widerstände und auch gegen starken Wettbewerb. Daher bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen. Brigitte, vielen Dank für deine Zeit. Super. Ich danke dir, Nils, für dein Interesse, mir zuzuhören oder mir Fragen zu stellen, wie ich das mit meinem Business, mit meinem Baby, mit meiner Erfindung handhabe. Vielen, vielen lieben Dank.